So, heute geht es um LED-Spots, wie du das Ganze wechseln kannst, wie du die erweitern kannst und ich möchte dir zeigen, wie du eine 50er Bohrung beispielsweise durch alte Halogenstrahler ersetzen kannst durch eine 68er Bohrung. Wenn du jetzt ein bisschen weiter denkst, ist es ziemlich schwer, du hast keine Zentrierspitze, das heißt der Bohrer würde hin und her wackeln. Da gibst du ein, zwei kleine Tricks bzw. Hilfsmittel und die möchte ich dir in diesem Video zeigen. Ich würde sagen, nach dem Intro geht's los und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Bevor wir loslegen, müssen wir natürlich die passende Sicherung ausschalten, damit es auch keine bösen Überraschungen gibt. Ich habe jetzt hier im Badezimmer insgesamt 4 Spots. Das sind etwas ältere LED-Spots, die nicht mehr so schön aussehen und die möchte ich einfach austauschen. Links im Bild könnt ihr die älteren sehen, die haben einen G9-Anschluss, also einen Direktanschluss von 230 Volt. Das ermöglicht uns ganz einfach, so viele Strahler oder Einbaustrahler hintereinander zu bauen, wie wir möchten. Und die neuen hier, das sind auch LED-Spots, die haben eine ganz besondere Eigenschaft, die zeige ich euch gleich nochmal. Und hier haben wir auch einen Direktanschluss, der sich unter der schwarzen Abdeckung befindet. Einmal ein Neutralleiter und einmal ein Leiter, das zeige ich euch gleich aber nochmal. Worauf ihr unbedingt achten solltet, ist die Schutzklasse. Ich habe jetzt hier eine Schutzklasse von einem IP65. Die ist spritzwassergeschützt und ideal für das Badezimmer geeignet. Je nach Räumlichkeiten solltet ihr die dementsprechende richtige Schutzklasse wählen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, natürlich die Deckentiefe. So ein Strahler braucht Zirkulation bzw. etwas Platz hin zur Decke. Das solltet ihr vorweg auch prüfen und messen. Und dann habe ich jetzt hier ein Dreier-Set von der Firma Paulmann Licht. Das sind ganz, ganz besondere Einbauspots. Die können nämlich ihre Farbe bzw. das Licht wechseln. Wir haben einmal ein Warmweiß, einmal ein Kaltweiß und einmal ein Tageslicht. Dazu kommen wir aber später nochmal. Jetzt gilt es erstmal, unsere 4 Deckenspots auszubauen. Die sind meistens mit einer Klammer versehen. Sprich, ihr könnt ganz vorsichtig mit einem Schraubendreher, mit einem flachen Schraubendreher unter den Deckenspot gehen und den leicht heraushebeln und dann könnt ihr das Ganze schon entnehmen. Ihr müsst darauf achten, dass ihr wirklich saubere Finger habt, denn ihr schmiert oder saut eure Tapete im Nachhinein ein und das fällt natürlich dann extrem auf. Was ich noch empfehlen kann, verwendet bei den Arbeiten hier einen Spannungsprüfer, sprich überprüft vorweg nochmal, ob auf den Leitungen auch wirklich Strom ist, beziehungsweise kein Strom. Das ist ganz, ganz wichtig. Danach können wir auch schon loslegen mit dem Anschluss. Den Spot alleine zu wechseln, das Ganze ist sehr, sehr einfach. Wir haben einmal ein N, steht für Neutralleiter, und ein L für Leiter. Das blaue Kabel kommt in die Steckeinheit N und das braune für L, Leiter. Ihr seht jetzt hier, ich schließe insgesamt 4 Kabel an. Das ist ganz einfach, weil wir das Ganze ja in Reihe schalten. Sprich, wir können jetzt so viele Deckenspots hintereinander schalten, wie wir möchten. Nun könnt ihr noch ein gelbes Kabel sehen. Das ist der Neutralleiter bzw. der Schutzleiter PE oder PNE. Dieses Kabel benötigen wir jetzt hier nicht, denn es gibt nämlich Deckenspots bzw. Lampen. Da ist das Gerät baulich so isoliert, dass keine gefährliche Spannung nach außen hin geführt werden kann. Sprich, wir brauchen das nicht extra ableiten durch einen Neutralleiter oder durch einen Schutzleiter. Das ist aber von Hersteller bzw. von Lampe zu Lampe oder Leuchtmittel zu Leuchtmittel unterschiedlich. Und beim Einführen der neuen Deckenspots müsst ihr unbedingt darauf achten, dass ihr mit den 2 Spangen oder Klammern das neue Kabel nicht beschädigt bzw. einklemmt. Dann sitzt nämlich der Spot, wie hier im Bild zu sehen, nicht richtig an der Decke an, sondern hat einen gewissen Abstand. Hier links im Bild könnt ihr jetzt den neuen Deckenspot sehen, das ist einmal ein Warmweiß und rechts im Bild den alten, das war ein Kaltweiß. Diesen werden wir natürlich jetzt auch nach und nach tauschen. Ich hatte ja Anfang des Videos erwähnt gehabt, dass ich noch einen 5. Spot hinzufügen möchte. Ich zeichne mir das Ganze jetzt an bzw. messe das Ganze aus, damit das Ganze auch wirklich alles schön in Reihe und Glied sitzt. Um euch zu zeigen, wie man beim Austausch von Spots bereits bestehende Löcher auch vergrößern kann, habe ich mir hier zunächst einmal absichtlich für einen 50 mm Kreisschneider entschieden, um euch anschließend zu zeigen, wie ich mit der Bimetall-Lochsäge im Maß von 68 mm das nötige größere Loch bohre.
Wenn ihr jetzt noch größere Deckenspots oder Paneele einbauen möchtet, gibt es noch auch einen größeren Kreisschneider von der Firma Wolfcraft. Damit könnt ihr beispielsweise Löcher von 45 bis 130 mm in Rigipsdecken oder Rigipswände bohren. Damit dann auch keine bösen Überraschungen kommen beim Bohren, gibt es hier so ein Ortungsgerät, das Metalle aufspüren kann, und es leuchtet dann rot auf und piept dann auch. Und somit könnt ihr dann beispielsweise Stahlträger entdecken oder eventuell Kabelleitungen, die ihr natürlich nicht anbohren möchtet oder solltet. Das Bohren an sich könnt ihr ganz normal mit einem handelsüblichen Akkuschrauber durchführen. Und ich habe mich jetzt bewusst dafür entschieden, dass wir die Bohrung auf 50 mm setzen. Warum, weshalb? Einfach um zu simulieren, dass hier bereits ein kleineres Loch des alten Halogenspots vorhanden ist, das ich nun vergrößern möchte. Da hier die Schwierigkeit besteht, den Zentrierbohrer der Lochsäge aufgrund des Loches zu führen. Dafür habe ich ein wunderbares Tool von der Firma Wolfcraft, und zwar ist das eine Aufbohrhilfe für vorhandene Lochbohrung bzw. Erweiterung. Ihr könnt das Ganze von 35 bis 70 mm ist dieses Set ausgelegt, sprich ihr habt drei unterschiedliche Hülsen, 6, 8 und 10 mm, die könnt ihr in den unterschiedlichen Einsätzen dann dementsprechend einführen. Dafür müsst ihr einfach nur die zwei Schrauben lösen, die Platte abnehmen, die dementsprechende Hülse einsetzen für den passenden Bohrer, für den passenden Zentrierbohrer, das Ganze dann wieder fixieren, und dann könnt ihr diesen Aufsatz, diese Anbohrhilfe in das vorhandene Loch einsetzen. Dafür müsst ihr einfach nur diesen kleinen Metall, ich nenne es mal jetzt Chip, nehmen, das Ganze dann handfest eindrehen, damit diese Aufbohrhilfe sich schön in das Material hineinfrisst und auch einen sicheren Halt hat. Und dann könnt ihr auch den neuen Kreisbohrer nehmen und das Ganze dann bohren. Und ihr werdet sehen, ihr habt eine sichere Führung und erweitert dann das Loch von 50 mm auf beispielsweise 68 mm. Das ging förmlich wie durch Butter, also wirklich sehr, sehr hilfreich, so eine Aufbohrhilfe. Übrigens werde ich dir unten in der Videobeschreibung alle Werkzeuge verlinken. Jetzt müssen wir natürlich jetzt für den fünften Strahler, den wir hinzugefügt haben, nochmal ein Kabel verlegen. Dafür habe ich mich für ein Unterputzkabel entschieden. Das war bereits bei den anderen vier Strahlern auch verbaut, mit drei Adern. Sprich, den Schutzleiter, den brauchen wir nicht, den biege ich mir beiseite, und wir müssen nur den Neutralleiter und den Leiter abisolieren. Dafür nehme ich eine Abisolierzange, übrigens sehr, sehr hilfreich bei solchen Arbeiten, und eine kleine Kneifzange, dann könnt ihr die Ader dementsprechend kürzen. Das Schwierigste an der Sache war jetzt natürlich, das Kabel jetzt von A nach B zu führen. Das bedarf ein bisschen Fingerspitzengefühl, und dann können wir auch unseren vierten Spot anschließen und danach auch unseren fünften, letzten Spot. Ganz, ganz wichtig zu erwähnen ist, wenn ihr die Spots wieder einsetzt, dass die Klammern ein Kabel nicht beschädigen bzw. dass sich ein Kabel einklemmt. Noch ein kleiner Tipp von mir, bevor ihr die LED-Spots auf Position bringt bzw. in die Rigipsplatte verschwinden lässt, lasst die ganzen vorweg raushängen, und dann schaltet ihr die Sicherung ein und prüft das Ganze auf Funktion. Es erspart euch viel Gefummel bzw. die Decke bleibt schön weiß. Umso öfter ihr das Ganze rein- und rausholt, umso mehr graue Toucher oder Fingerabdrücke habt ihr dann auf eure Decke. Das wäre natürlich dann sehr, sehr ärgerlich. Und nun schauen wir uns nochmal die LED-Spots an. Wie bereits am Anfang des Videos erwähnt, haben die eine kleine Besonderheit. Ja, ihr könnt die auch schwenken, und wir haben drei unterschiedliche Lichttöne. Einmal warmweiß, einmal kaltweiß und einmal Tageslicht. Und das Ganze könnt ihr ganz einfach mit dem Lichtschalter bedienen. Also für jede Stimmung oder für jede Jahreszeit oder Anlass habt ihr genau das passende Licht. Also eine wirklich tolle Idee, kann ich nur weiterempfehlen. Ja, die 6 LED-Spots sind jetzt eingelassen und fertig, und ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Also es ist schön hell, es war ziemlich einfach. Ich habe jetzt für die Arbeit eine grobe Stunde gebraucht. Kann ich jeden Laien empfehlen. Natürlich, ihr müsst aufpassen, Strom ist lebensgefährlich, Sicherung rausdrehen, vorweg informieren. Also ich bin auch kein Elektrotechniker. Deswegen das Ganze, was ihr macht, alles auf eigener Gefahr. Bitte informiert euch da recht genügend vorweg, nicht, dass da irgendwas passiert, denn ihr wisst ja, Strom ist lebensgefährlich. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Freitag wieder um 19 Uhr. Da kommt nämlich das nächste Video, Mr. Handwerk. Ansonsten würde ich mich über den Handwerker-Daumen nach oben von dir freuen oder über ein Abo. Ja, ich würde sagen, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Nachmachen. Ciao.